Weil ich es nicht abwarten kann, öffne ich jetzt hier kurz und knackig diese vier Booster. Die werde ich in meiner Reihenfolge öffnen. Ich werde mit Kangama anfangen, beziehungsweise Mega Kangama. Dann werde ich weitermachen mit Glurak Y, dann mit Pyroleo und dann mit Glurak X. Und dann fange ich jetzt hier einfach mal locker flockig an und schaue mal, was hier so für Karten enthalten sind. Den Online-Code lege ich einmal wieder weg. Wir haben hier ein Seemops, ein Raupi, ein Husbirohr, ein Barmelin, ein Garnovil, ein Skunkapoo Reverse und als Rare haben wir ein Schlapor. Dann haben wir ebenfalls noch ein Flordelis, ein Viscargot und eine Trickschaufel. Nächstes Booster, Mega Glurak. Y, der Online-Code kommt einmal weg. Hier haben wir ein Visor, Leufeo, Viscora, Psiao, Bitora, als Reverse nochmal ein Leufeo. Und als Rare ein Boyelin. Dann haben wir noch ein Georock. Das Artwork gefällt mir nicht so ganz gut. Dann mit einem Safkorn und mit einem Viscagoot. Und dann werde ich selbstverständlich jetzt hier einmal weitermachen. Und natürlich das Pyroleo Booster hier öffnen. Hier haben wir ein Datiri, ein Barkschwar, ein Taubsi, ein Flebewe, ein jetzt habe ich den Namen vergessen, Iguana. Als Rare haben wir einen Kleinstein, das ist cool, das Artwork gefällt mir auch ganz cool. Also locker flockig eben kurz, okay, da ist ein Kleinstein. Und als Rare haben wir ein Schlapor, dann haben wir noch ein Käufer. Ein Rockheiman und ein Pokémon Fanclub. So, und jetzt haben wir hier noch das Mega Glurak X Booster zu bewältigen. Hier haben wir ein Algit. Entschuldigung, das fällt hier eben runter. Das hier gerne ein bisschen ordentlich. Also, das Algit, genau, dann ein Barmelin, ein Datiri, ein Ponita, ein Psiao, ein Arctilas. Boah, ich kann das gar nicht mehr lesen. Arctilas, ja, als Reverse. Und als Rare sind wir jetzt stolzer Besitzer eines Toxiquack EX. Das ist so nice. Toxiquack EX. Zieht euch das rein. Toxiquack EX. Herrlich. Ein Schock Megaphone, ein Miltang und ein Quirtle. So. Das war's. Das war der erste Teil. Ne, stimmt gar nicht. Das war ja schon der zweite. Weil das Display habe ich ja an sich schon geöffnet. Der erste Teil mit Boostern, ja, aber in gewisser Weise der zweite. Herrlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Denkt dran, entscheidet, welche Boosterreihe kommt zuerst. Mega Kangama? Glurak Y? Pyroleo? Glurak X? Was wollt ihr sehen? In welcher Reihenfolge? Sagt es mir.
Schreibt es und bat es in die Kommentare. Herrlich. Daumen hoch, Daumen runter, fände ich natürlich sehr löblich. Daumen runter, naja, gebt mir mal Kritik, wie kann ich mich noch verbessern? Das fände ich auch sehr herrlich. Ein Abo muss jetzt nicht sein, könnt ihr gerne machen. Es gibt viele Poketuber, die da in ihren TCBMs-Briefen geschrieben haben, abonniert Garados Damage, ich kann es nur mal wiederholen. Wenn die das so wollen, dann solltet ihr schnell meinen Kanal einschalten. Was ihr sowieso habt, wenn ihr dieses Video schaut, und mich dann abonnieren, wenn ihr Lust habt. Ja, herrlich. Also ich freue mich immer, solche Videos zu drehen. Und ganz besonders freue ich mich natürlich jetzt über diese Karte hier. Ein Toxicroak EX. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Euer Garados Damage verabschiedet sich mit einem lauten Tschödel und ciao, BV. Tschüss.